In Social Media sprichst du vom Träumen. Was hat es damit auf sich? Danke für die Frage. Ich liebe es. Mein Lieblingsthema. Beim Träumen haben wir die Chance, dass wir aufmachen und dass wir unserer Intuition wieder zuhören. Und mit meinen Kunden und in meinen Coachings geht es auch immer erstmal darum, was willst du wirklich? Wer bist du wirklich? Was sagt deine Intuition? Und mit dem Träumen verbinden wir uns selbst wieder, weil wir haben alle mindestens als kleines Kind Träume gehabt. Wenn nicht, haben wir sie tatsächlich auch noch bis ins Erwachsenenalter, aber die wenigsten sind damit in Verbindung, wissen, wie sie ihre Träume leben, haben verlernt zu träumen. Und deswegen ist es immer der erste Schritt zu einem Leben, was dich wirklich erfüllt und glücklich macht, ist, von was träumst du denn? Was willst du denn haben? Was sind denn deine Träume? Geh wieder zurück in diesen Kindheitszustand von, alles ist möglich, ich kann alles haben. Was würdest du dir denn dann erträumen? Und deswegen spreche ich immer wieder übers Träumen, weil du dich damit mit deinem Inneren verbinden kannst. So let's get me.